Wir haben etwa 12 Millionen Kilometer jetzt abgespult bis dato. In Summe von den Aggregateträgern, von den Versuchsfahrzeugen haben wir so fast über 1000 Fahrzeuge jetzt auf der Straße gehabt, weil auch die Technik sehr komplex ist. Ja, ich habe gehört, es gab erstmals bei der Baureihe keine Prototypen, keine handgedengelten Prototypen. Genau, mehr. Die erste Phase gab es nicht. Dieses Fahrzeug ist praktisch digital entwickelt worden. Mhm. Es gab zur Crashabsicherung ein paar Karosserien, die man verwendet hat. Aber es wurden keine Fahrwagen aufgebaut im Prototypenstadium, also mit Prototypen Interieur und so weiter, damit man fahren konnte. Das hat man nicht gemacht. Man hat die Fahrzeuge wirklich das erste Mal aufgebaut zum Fahren, als man auch die Teile hatte, die aus den Werkzeugen kommen. Wir sind jetzt in den Produktionstest. Und die Fahrzeuge, die hier stehen, die sind jetzt kundenfähig auf der ganzen Mechanikseite. Was wir natürlich noch arbeiten, damit der Kunde wirklich den letzten Stand auf der Elektrikseite kriegt, ist auf der Elektrik. Aber alles, was hier Mechanik ist, Federung, Fahrwerk, ist alles auf einem Serienstand. Genauso wie der ganze Body ist also alles Serie. Also wenn, wird es quasi noch geprüft, der Reifegrad in Sachen Software, vielleicht noch ein bisschen an der Airmatik ein bisschen gefeilt, an der Distronic ein bisschen, am Licht, genau. Infotainment und so weiter. Absolut. Also alles das, was flashbar ist, alles das, was Software ist, das ist natürlich, sag ich mal, sehr marktnah. Muss es auch sein, damit wir wirklich mit dem Latest and Greatest hier assistenzsystemmäßig fahren können. Keine Frage. Aber alles, was nicht flashbar ist, nicht Software ist, alles, was Hardware ist, ist hier in einem Serienstand. Gut, das war ja die Prämisse, dass wir zu dem Zeitpunkt jetzt hierher gehen, wo wir gesagt haben, da gehen wir nur mit einem Hardware-Stand rein, der repräsentativ ist, der aktuelle Stand auch darstellt. Und wie gesagt, die Software-Schleifen, die fahren wir jetzt praktisch wöchentlich auf neuem Stand, weil da dauernd Updates kommen und diese testen wir entsprechend und fahren entsprechend auch über unsere Nachtfahrer, über unsere Dauerlauffahrer fahren wir die Stände auch nachts. Die Dauerläufer. Die Dauerläufer sogenannte, genau. Die fahren im Prinzip dann, übernehmen die Fahrzeuge nachts und fahren entsprechend die Kilometer drauf, prüfen die Funktionen. Heute kommt es nicht mehr so auf die Laufleistung der Kilometer an, sondern mehr auf die Tiefe, auf die funktionale Tiefe an. Deswegen haben wir gesagt, wir reduzieren die Kilometer, machen eher die funktionalen Tests sehr, sehr tief gehen. Vielleicht noch eine ganz spannende Frage mal. Ich habe gehört, dass der Wagen eine völlig neue Elektronikarchitektur hat. Also das ist jetzt nicht mehr, der Wagen kommt ja in die Familie zwischen neuer C-Klasse und neuer S-Klasse, aber er hat trotzdem eine völlig andere Elektronikgeneration in sich. Also um die ganzen Assistenzsysteme möglich zu machen, haben wir eine komplett neue Elektrikarchitektur, die sogenannte STAR 2.3 Architektur bei Mercedes, und die ermöglicht es jetzt auch für die zukünftigen Baureihen in Modellpflegen etc., für die S-Klasse, alles was dann eben dort kommt, diese ganzen Assistenzsysteme auch zu fahren. Also um die Assistenzsysteme, so wie sie hier in dem Fahrzeug jetzt möglich sind, zu fahren, konnten wir mit den anderen, mit den alten Elektrikarchitekturen nicht mehr weitermachen. Und Kernelement ist eigentlich, dass wir neue Bussysteme haben, neue Sensorik und können schneller damit reagieren. Natürlich auch dann eben deutlich schneller und deutlich mehr Daten verarbeiten. Wie viel länger ist der Wagen geworden? Darf man dazu irgendwas sagen? Ja, ist schon ein gutes Stück länger geworden. Also wenn man mal drauf guckt, ist er vor allen Dingen hier ist die Vorderachse nach vorne gerückt gegenüber dem Fahrer. Das sieht man hier. Also wir können mal so grob von so einem Stück reden. 50 mm alleine ist so der vordere Bereich länger geworden. Das gibt dem Fahrzeug natürlich, sage ich mal, einen schönen langen Radstand, eine gute Fahrstabilität und auch von der ganzen Optik her natürlich eine sportliche Optik. Ja. Gekürzt haben wir das Heck, das heißt, wir haben die Räder ja größer gemacht, das sieht man vielleicht hier auch sofort. Ja. Wir haben eben hier jetzt 30 mm mehr Raddurchmesser, das heißt, unser gesamtes Rad ist eben deutlich größer. Ja, und wirkt sehr harmonisch auf jeden Fall. Und das hat eben dafür auch dafür gesorgt, dass wir das Rad natürlich ein bisschen gegenüber dem Insassen nach hinten setzen mussten. Gleichzeitig wollten wir das Fahrzeug sportlich haben und haben das Heck eingekürzt, wodurch das eben jetzt resultiert, dass wir hier, sage ich mal, hinter dem Rad deutlich weniger Blech haben. Also da vorne deutlich mehr, da hinten ein ganz deutliches Stückchen weniger. Ja. Also die Proportionen haben sich da schon signifikant geändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch ruhig mal los und gucken mal, was es zu bieten gibt. Absolut. Perfekt. Wir dürfen mitfahren. Super. Fahren dürfen Sie leider noch nicht. Leider noch nicht, genau. Müssen wir noch warten bis, ich glaube, bis April vielleicht. Aber wir sind sehr gespannt. Im März vielleicht. März, gucken April. Wir gucken.
Jetzt sehen wir hier die Exclusive-Variante, also ehemals Elegance. Genau. Und sieht man ja auch schon mit dem schönen Holz und hier den ganzen tollen Nähten, also sehr, sehr hochwertig gemacht. Ja. Mehr ein klassisches Kombi-Instrument, was aber trotzdem ein größeres Display hat. Genau. Und hier die Einstiegsnavigation. Genau, etwas kleinerer Bildschirm, klar. Die Einstiegsnavigation entsprechend, die vom Grundprinzip her, wir ja von der Bedienbarkeit her kennen, von der C-Klasse, wurde aber hier nochmal verfeinert entsprechend und angepasst auf die Funktionalität von der E-Klasse. Wir haben mehr Funktionen hier hinterlegt. Wir werden es gleich sehen. Die Untermenüs sind einfach breiter. Wir sind seit 4 Jahren jetzt am 2013 dran, haben dort auch die Berechnungsphase mit begleitet, um dort auch die Erfahrungen vom Vorgänger mit einzubringen, um dort auch letztendlich die Berechnungen und Simulationen auch zu bewerten, auch aus Versuchssicht. Also man kann schon relativ viel aufgrund von Simulationen entscheiden, welche Maßnahmen wir in der Serie dann umsetzen, sei es jetzt an Fahrwerksthemen, sei es jetzt an NVH-Themen, an den Akustik, an den Schwingungsthemen oder sei es auch an Themen, ganz einfache Themen wie zum Beispiel die Bordsteinabfahrt, wenn das Fahrzeug die Gefahr geht, aufzusetzen irgendwo, wenn jemand einen Bordstein mal runterfährt, ist immer die Gefahr, es setzen Abgasanlagen, Stoßfänger auf entsprechend. Die Ground Clearance. Ground Clearance, und das kann man sehr gut simulieren. Also wir haben in sehr frühen Stadien schon so ein Fahrzeug Bordsteine runterfahren lassen und dort auch entschieden, entsprechend Schutzmaßnahmen anzubringen am Fahrzeugunterboden. Und das haben wir 3 Jahre vorher schon gemacht. Das war sehr erfolgreich. Wir hatten es dann nochmal nachgeprüft im Realversuch. Das heißt, hat sehr gut gepasst. Ja. Man braucht für diese Simulationen die richtigen Federsteifigkeiten, die richtigen, sagen wir, die Dämpfereinstellungen schon im Vorfeld. Und die ganzen geometrischen Daten sind ja entsprechend soweit auch bekannt. Und auch die Crash-Eigenschaften, die Deformationseigenschaften des Rohbaus. Ja. Ja? Also wir machen praktisch auch eine Crash-Berechnung für die Bordsteinabfahrt, um zu gucken, gibt es eine Beschädigung beim Runterfahren, beim Verwindungen, Aufsetzen. Kann man sehr gut berechnen und denke, sind wir sehr weit. Also quasi mit digitalen Prototypen. Da hat man quasi das Auto ist dann im Computer fertig, wie jetzt hier. Ja. Okay. Und wir hatten dann jetzt vom halben Jahr der finale Realversuch gemacht und das nochmal bestätigt. Und in welchen Regionen und Gegenden waren Sie mit dem 213 schon? Also wir waren jetzt sehr viel in Spanien, Nardo natürlich auch, nutzen wir entsprechend für Hochgeschwindigkeitsfahrten, Hitzeabsicherungen auch, also hauptsächlich für das Thema Temperaturmessung. Okay. Wir haben USA, in Arizona haben wir dort sehr viele Steps gemacht, um die Hitze mit abzuprüfen entsprechend, hauptsächlich für das Thema Gesamtfahrzeug, für das Thema Klimatisierung, um zu schauen, ob die Kompressoren entsprechend die Belastungen aushalten und entsprechend auch die Abkühlung im Innenraum entsprechend so funktioniert, wie die Vorgaben sind. Und natürlich in Schweden. Also Schnee und Eis. In Schweden Eis. Wir werden jetzt nochmal eine finale Schleife machen, jetzt im Dezember in Schweden, wo wir nochmal diese Fahrzeuge entsprechend, also Partnerfahrzeuge, gleich aufgebaute Fahrzeuge wie diese, entsprechend dort nochmal quälen. Ja. Und dort werden wir auch entsprechend Nachtdauerläufer machen, wo dann praktisch Dauerlauffahrer nachts dann diese Fahrzeuge nehmen und dort die Eis- und die Schneethemen in der Dauererprobung haben. Die Ingenieure arbeiten tagsüber an den Aufbauthemen oder an den Fahrwerks oder an den ESP-Themen und nachts schicken wir dann mit diesem Arbeitsstand die Dauerlauffahrer auf die Straße, die fahren dann die Nacht durch und morgen steht das Auto da, wir sprechen die Fehler durch morgens. Und nehmen dann diese Fehler und gucken, dass wir sie entsprechend mit Maßnahmen belegen. Vielleicht haben wir schon Sofortmaßnahmen, bearbeiten die und dann schicken die am nächsten Abend wieder in den Dauerlauf. Ah, okay. Die Fahrzeugflotte fährt dann um Sindelfingen, die fahren teilweise in Deutschland, in Europa, die Fahrzeugflotten im Art Kundenbetrieb. Unter Kundengesichtspunkten werden die auch bewertet entsprechend. Wir sind jetzt aus der Zeit raus, wo wir jetzt aufwendige Messtechnik drin haben. Wir haben aber eine Messtechnik drin, speziell für die Softwarefehler. Eine relativ einfache Messtechnik. Mit der Messtechnik fährt jedes Fahrzeug. We'll be right back.
wird, einfach sagen wir, zu viele Lenkwinkelausschläge hatte. Ja. Sehr große. Müssen wir mal drauf schauen. Also das löschen wir alles mal raus und dann machen wir noch einen Mistraum. Botschaften, Millionen Botschaften, ja. Weil ich pro Minute, ja, dass da irgendwo mal ein Fehler auftritt, aus irgendwelchen Gründen, Temperatur oder Fahrzustand, ja, dann müssen die auch erkannt werden, hoppla, unplausibler Fehler, dann muss der raus, ja. Dann lösche ich das selber entsprechend. Ja. Und ich meine, aktuell hier mit der Baureihe 213 sind wir ja auch 4-5 Monate vor Marktstart. Ja, also wir sind schon relativ stabil, also es läuft sehr gut. Und diese Fehler, die wir jetzt hier haben, sind alle Software getrieben, das ist ganz wichtig, dass wir die Hardware tauschen müssen. Also sind wir schon froh, dass wir eine stabile Hardware haben und die Software schleifend laufen jetzt echt wöchentliche Releases, werden getestet entsprechend und Fortschritt sieht man auf jeden Fall. Ja, die Hardware steht jetzt muss einfach das Feintuning getrieben werden und wir sind ja auch hier nicht zum Spaß, wegen der schönen Sonne, der schönen Atmosphäre, sondern wir gucken, was kommt und wie man reagieren entsprechend. Ja, perfekt. Super. Ja, dann gucken wir mal weiter, was passiert. Perfekt. Danke. Die Strecke ist in der Regel für 2000 Kilometer lang. Die wird auch in mehreren Schichten gefahren oder wurde sehr in hoher Anzahl gefahren, auch bei uns in Sindelfingen und der Türkheim oder auf den Erprobungsgeländen. Genau. Und da wurde vieles jetzt auf den Prüfstand verlagert und wir haben auch gesehen, die Fehler decken sich absolut. Ne? Mit einem Riesenvorteil, die Fahrzeuge stehen dann praktisch rund um die Uhr auf diesem Prüfstand und du hast halt relativ schnell auch das Ergebnis. Wie lange braucht man für so eine 2000 Kilometer Hydropulsstrecke? Ein Wochenende? Nee, das, du kommst, sag mal, man fährt ja deutlich niedrige Geschwindigkeit. Ne? Ich meine es aber auf dem Hydropuls, das statischer Prüfstand, der kann das ja vielleicht ein bisschen Zeit raffen, oder nicht? Ich sag mal, er macht es, der redet immer von 14 Tagen, drei Wochen. Ja. Die ursprüngliche Heidestrecke, so kenne ich das, da ist man damals mit Pontons und sowas, also 50er Jahren, wirklich in die Heide gefahren hat. Dann gibt es auch Pressefotos von. Durch Schlaglöcher, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, mit der Heckflossen-Ära hat man die dann wirklich abgegossen und hat die dann in Untertürkheim auf die Einfahrbahn hinbetonieren lassen von Handwerkern. Genau. Ja. Und es gibt ja heute noch in Untertürkheim 8 oder 10 verschiedene Fahrbahnbeläge. 8 oder 10, ja. Ja, genau, 8 oder 10. So, jetzt machen wir mal Ambientelicht. Genau. Damals die weiße Farbe. Auch hier haben wir wieder die... Ja, hier sieht man nämlich direkt sehr schön, dass man 64 Rastpunkte hat. Genau. Und es verändert sich jetzt praktisch auch in Echtzeit. Ne? Ich meine, die Farbe ist auch nicht schlecht, oder? Nee, die ist stark, klar. So, wenn wir jetzt nach Vegas reinfahren, das passt doch ganz gut. Ja, so ein bisschen Disco-Light. Was ist hier alles beleuchtet? Die Türelemente, die Türöffner, die Türtaschen. Genau, hier dann diese Umrissbeleuchtung, dann hier Zierteilbeleuchtung, Türen-Zierteil. Also eigentlich komplett. Ja. Hier müssen wir noch ein bisschen Feinabstimmung machen, damit die Farbverteilung noch etwas exakter wird, aber sieht ja schon gut aus, ne? Ja, natürlich. Wenn man jetzt hier drin sitzt und fährt eine lange Strecke, das gibt einem schon ein bisschen Konditionssicherheit. Ja. Und ich meine, warum 64 Farben? Weil der Wagen kann es halt einfach. Theoretisch kann er alle Farben durch diese RGB-Farbkanal. 5000 machen, ne? Genau. Aber das natürlich bringt natürlich nichts, weil wenn ich jetzt sage, ich habe gestern die Farbe 447 gehabt und ich finde die nicht mehr, dann ärgere ich mich. Und vor allem kann das Auge das auch gar nicht erkennen. Jetzt schon dunkel, weil so ein Testdrive ist ja auch sehr, sehr lange und es passiert ja auch immer sehr viel. Aber wir haben es endlich geschafft in, ich meine, der Wagen ist generell ein Eyecatcher, das kann ich direkt sagen. Ich finde das phänomenal, was hier geboten wird. Aber natürlich das Highlight innen drin ist schon natürlich das große Doppeldisplay. Das kann man so ganz sagen, würde ich, oder? Kann man so stehen lassen. Ja, ich denke schon, von der Optik auf jeden Fall. Ja. Vor allem dunkel natürlich. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen kann man jetzt ja wirklich hier, hat man jetzt eine Kartendarstellung, die, das kennt man grob aus der S-Klasse natürlich von der Größe her. Aber das ist ja schon fast wirklich Fernsehformat. Ja, jetzt sind wir ja, also wir haben ja zwei verschiedene Karten. Ja, und sind jetzt momentan in der Vogelperspektive, ne?
Ah, wir können noch mal die Karten. 3D finde ich immer ganz schön. Genau, also das ist da. Wir können 3D mal machen. Mal gucken, wie das Gebirge drumherum so aussieht. Genau. Las Vegas kommt in Sicht. Oh ja. Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, weil wir fahren jetzt im Nachtmodus. Da sieht man eben nicht so ganz so schön die Karte, wie man sie am Tag sieht. Ja. Also von daher. Oh, ja gut, ich meine. Bisschen gray halt, so sieht es auch draußen aus. Ne? Genau, genau. Das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch hier nicht zum Spaß. Wir machen hier eine richtige harte Erprobungstour mit Ihnen und testen Ihr Baby, Ihre Baureihe 213 mit Ihnen hier so ein bisschen. Begleiten wir Sie auf ein paar Kilometern. Wir haben mit dem Kollegen gerade gesprochen. Hardware-mäßig sind wir jetzt am Level. Quasi der Wagen könnte morgen im Showroom so stehen. Genau. Nur softwaremäßig ist es logisch, dass man 4-5 Monate vor der Markteinführung, vor der Händlerpremiere, natürlich noch hier und da ein bisschen was an einem Bit dort und hier feilen muss. Ja, noch größer als die Bit and Bytes. Also von daher, da gibt es natürlich schon noch Optimierungen auf jeden Fall. Also wir müssen bis zum Februar fertig sein, was die Software angeht. Mhm. Das heißt, wir hätten hier jetzt noch ein paar Tage. Ich meine, wir sind jetzt im November. Das heißt, wir haben noch einen Monat bis Weihnachten und natürlich erproben wir auch über Weihnachten. Mhm. Das wird eine der großen Erprobungsstrecken nochmal sein. Dann wird nochmal optimiert nach Weihnachten und dann wird erst die finale Software gebacken und wir hoffen mal, dass wir sie zum 31.01. dann zur Verfügung haben, die dann an den Kunden geht, aber wir haben auch noch einen zweiten Slot. Wir dürfen auch noch am 29.02. Ich glaube, nächstes Jahr ist ein Schaltjahr, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher, ja, wir fahren ja jetzt schon doch viele Meilen und fahren eigentlich die ganze Zeit mit dem Drive Pilot, ja, der uns natürlich das Lenken zum einen natürlich eben ein bisschen abnimmt hier in dem Fall. Ja. Und, ist das die Sprachregelung Drive Pilot dafür jetzt? Ja. Aha, okay. Genau. Und was sehr, sehr spannend auch ist, da werden sich jetzt die Zuschauer direkt wundern, ob wir hier in einem Forschungsauto sitzen, weil das Kombi-Instrument, also das linke der beiden großen Displays, sieht für den unbedarften Zuschauer jetzt erstmal aus, vielleicht wie im F015 oder in vergleichbaren Forschungsfahrzeugen. Ja, absolut. Also das ist einfach, also unser Kombi-Instrument ist bereits fertig, wie man hier sieht. Ja. Das wird auch so beim Kunden kommen, wenn er sich diesen Designstand dann auch wählt. Ja, natürlich. Also zu guter Letzt hat der Kunde eben die Option, zwischen drei Ständen zu wählen. Einmal klassisch, dann sportlich und eben progressive. Mhm. Progressiv. Das Schöne bei progressive, deswegen fahre ich persönlich am liebsten den progressive, muss ich ehrlich sagen, ist, ich habe die Assistenzgrafik top eingeblendet. Ich sehe in der Mitte digital die Kilometer, habe mein Drehzahlmesser außen rum und ich habe eben zwei frei konfigurierbare Felder rechts und links davon, in denen ich dann eben Anzeigen wechseln kann. Also von daher, ich kann eben meinen Content dann mit den Fingerpads hier auf der Seite zum Beispiel wechseln. Man kann jetzt sagen, rechtes Display, was möchte ich denn gerne drin haben und zum Beispiel jetzt auf Navigation gehen stattdessen. Und habe dann dort die Detailnavigation. Jetzt sind wir natürlich in der Wüste, da gibt es keine Querstraßen und nichts. Man sieht jetzt nur die Straße vor sich mit der Kurve drauf. Also das bringt vielleicht mehr was, wenn ich in der Innenstadt Großstadt absolut bin. Absolut, in der City ist es super. Ich habe die große Karte zur Globalorientierung, die kleine Karte immer vor mir. Und ich kann gleichzeitig auch noch auf der anderen Seite, könnte ich auch noch die Pfeilgrafik machen. Also ich habe wirklich genügend Anzeigen. Ich kann mich nicht mehr verfahren. Mit dem Display sehen. Genau. Also, wir haben jetzt wirklich breite Möglichkeiten, um die Dinge eben anzuzeigen. Und auf der anderen Seite, dann kann ich mir hier eben die normalen Funktionalitäten reinlegen. Also ich kann zum Beispiel jetzt in das Media-Display hier reinlegen. Mhm. Auf der anderen Seite kann gucken, Gunsfinger würden wir jetzt hören, wenn wir jetzt den Ton an hätten. Ja. Ja, oder ich kann eben hier auch hingehen und kann mein Radio oder zum Beispiel eben dort meinen ganz normalen Trip-Computer reinlegen. Ja, das heißt, dann sehe ich eben hier meine klassischen Mercedes-Funktionen, die wir früher in der Mitte hatten. Mhm. Jetzt zum Beispiel das Eco-Display. Ja. Kann ich dort fahren. Ja, Fuel Consumption auf der Seite bringen. Also das heißt, ich habe jetzt eigentlich wirklich alles, was ich brauche, hier auf der Mitte und habe dann eben dort nochmal zur Orientierung das große Display. Also die Designs, und hier sieht man jetzt, also Sport kann ich anwählen, Klassik kann ich anwählen. Ja. Eigentlich sollte er das tun. So, jetzt hat er auf klassisch umgestellt. Mhm. Jetzt sehen wir es hier. Ja. Und, da sieht man ja schon links, jetzt, also die klassische Variante sieht ja schon bis auf die neue Funktion der Navigation, die ich einblenden kann, sieht relativ ähnlich der S-Klasse aus, sage ich mal. Geschwind mal wieder rausnehmen. Ja, der Sport wäre vielleicht mal ganz interessant. Der Sport wäre mal interessant, dann gucken wir mal.
das Auto passt gut auf uns auf. Ja. Deswegen können wir hier fleißig ein bisschen arbeiten. Genau, die neue Stereokamera und die verbesserten Radarsysteme, die machen hier leisten also die ganze Arbeit. Die ganze Zeit. Ich habe noch nicht einmal, seitdem wir losgefahren sind, einen Fuß auf irgendeinem Pedal gehabt hier. Haben wir also das, was wir alle kennen. Ja, Sport sieht man hier auch jetzt angezeigt. Haben jetzt hier einen schönen Drehzahlmesser. Ja, sieht aber gut aus. Mit vertieften Tuben. Ja. Auch die Nadeln, die haben diese kleinen Chromkäppchen quasi. Das erinnert mich schon so ein bisschen an vielleicht 116, 126, diese Ära. Ja. Das sieht toll aus. Vor allem innen eben eingezogen nochmal. Genau, genau. Ja, optisch. Also von daher. Ja, ist super. Sind wir in dem Style und dann natürlich wieder in der Mitte. Ganz klassisch könnten wir jetzt wieder unsere Mittelanzeige hier reinlegen und dann sagen, gut, also wir können uns dann eben die Navigation, zum Beispiel eine Pfeilnavigation in die Mitte legen. Ja. Haben wir jetzt nicht, weil wir keine Navigation laufen haben. Ja. Oder wir legen uns den Trip-Computer rein, also den klassischen Trip-Computer, und können dann eben hier, das ist ja so unsere klassische Anzeige, oder wir können auch die Geschwindigkeit wieder reinlegen, digital. Also, Welcome Home Feeling, wir haben extra Wert drauf gelegt, dass wir bei den Anzeigen, gerade in dem klassischen Segment oder auch hier bei dem Sportklassik, dass wir hier Anzeigen haben, wie sie jeder kennt. Also von daher, zwar alles jetzt super digital, aber Welcome Home. Das ist ganz klar, ist ein sehr hochwertiges Display, was wir hier verwendet haben. Ja. Und ja, wir können da drüben natürlich auch mal ein bisschen gucken, was da geht. Also dort haben wir die Navigation, natürlich Geschwindigkeitslimit-Anzeige. Apropos Geschwindigkeitslimit, also wir fahren ja hier mit automatischer Geschwindigkeitslimit an Übernahme. Das heißt, ich brauche die ganze Zeit hier nicht drauf zu achten, welche Schilder hier am Rand stehen. Tue ich natürlich trotzdem. Das erkennt der Wagen auch? Das erkennt der Wagen auch, übernimmt die Geschwindigkeiten vollautomatisch. Ja. Und von daher, zum Beispiel jetzt gerade, haben wir ein Limit 60 in der Kurve. Ja, ja. Und dann geht er auch mal nicht runter. Geht er auch da auf die 60 zum Beispiel zurück. Ja. Aber man sieht, jetzt fahren wir wieder ganz gepflegt und ganz kommod dort. Und wir haben jetzt mittlerweile hier also wirklich stockdunkel draußen. Ja. Haben nicht immer die allerbesten Farbemarkierungen und nichtsdestotrotz fahren also hier sauber und gerade unsere Linie. Also in der Dimension, wie wir sie von dem Fahrerassistenzpaket 3 nicht kennen. Ja. Also das, sag ich mal, da können wir bei weitem nicht diese Zeiten fahren etc. Das ist auch alles abgestimmt mit dem Kraftfahrzeugbundesamt, was wir jetzt machen. Also es ist ganz klar. Aber es ist eben ein Assistenzsystem, bei dem ich jetzt nur hier fahren zeige, dass es auch mit Hands-off natürlich geht. Ja. Aber klar, offiziell fahren wir natürlich hier selbstverständlich in voller Eigenverantwortung. Das ist ganz logisch, weil die Gesetzeslage ist auch weiterhin vorschreibt. Genau, genau. Genau. Und das geht im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 200, ja. Der übliche Distronic Plus Arbeitsbereich. Genau. Genau, okay. Ja. Und dann fahren wir eben unterschiedliche Unterstützungslevel, also zum Beispiel die Orientierung am Vordermann, die ist deutlich mehr relevant, wenn ich im niedrigen Geschwindigkeitsbereich fahre. Im hohen Geschwindigkeitsbereich brauche ich auf jeden Fall Fahrbahnmarkierungen dazu. Aber wie gesagt, hier sieht man ja, das funktioniert alles astrein. Übrigens, die Dynamik, wie wir uns hier annähern etc., die hängt auch zusammen mit dem, was wir hier am Dynamikschalter eingegeben haben. Naja, das ist nett, was Sie jetzt angemacht haben. Das ja, ich spiele hier mal ein bisschen durch. Instrument, genau. Zusätzlich, man sieht jetzt auch also passend auf der Sportseite gelb zu gelb. Ja, unsere Motordaten, die wir jetzt hier sehen, natürlich in dem Fall in für Amerikaner, genau, und Fahrenheit. Das ist klar. Ja. Fahrenheit und natürlich in Horsepowers. Das ist klar und nicht in Kilowatt. Ja, die Volt sind wenigstens die gleichen. Ja. Ja, und das gibt uns jetzt insgesamt natürlich eine Anzeige. Wir haben die Wassertemperatur und alles dort wirklich eben so. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, sag ich mal, zusätzlich mit den Instrumenten zu fahren. Ja. Es gibt auch immer noch Änderungen dort an der Bedienung. Ja. Also zum Beispiel wird es nachher so sein, dass immer die Zusatzfunktionalitäten an der gleichen Stelle sitzen etc. Also wir sind hier noch nicht auf dem Thema der endgültigen Software. Auch die Listings sind noch nicht die endgültigen und manche Listings sind auch gar nicht belegt. Also das Aussortieren von nachher nicht belegten Listings zum Beispiel ist hier noch nicht passiert. Das heißt, wir haben hier Funktionen hinterliegen oder wir haben hier im Text stehen, da liegt keine Funktion dahinter. Ja, wir haben hier auch ein ganz neues Fahrwerk. Wir haben hier eine Luftfederung, die gab es bisher immer schon in der E-Klasse seit der Baureihe 211 als SA. Und hier haben wir jetzt eine Luftfederung, die gab es bisher oder gibt es bisher im GLC, nämlich die Air Body Control, ja. Die eine Mehrkammer-Luftfederung ist, weil 211 und 212 hatten jeweils wieder 205 aktuell noch eine Einkammer. Jetzt fahren wir automatisch an dem LKW vorbei. Ne? Oh ja, genau. Genau, also geht auch nachts wunderbar. Ja.
Kann man also bestens machen. Ja, dank der neuen Stereokamera. Dank der neuen Stereokamera, vor allen Dingen aber an der Überwachung. Man hat also gesehen, es ist genau direkt hinter dem Fahrzeug, was uns mit geringer Geschwindigkeit vorher überholt hat, direkt danach eingeschert. Ja. Und wir fahren ganz gepflegt auf der Tempomatgeschwindigkeit weiter, die ich vorher eingestellt habe. Ja, die Air Body Control, die kann man ja auch sehen, das ist richtig. Ja, wir können auch die Bewegung der Air Body Control nachher noch visualisieren. Wir genau. Können uns ja das Fahrzeug anzeigen lassen. Nee, das ist schon toll. Also es ist, also kann man so schon sagen, kann man im Video schwer wahrscheinlich dann nachempfinden, aber der Mitfahrkomfort ist beeindruckend. Gut, ich meine, wir fahren auch auf Sitzen, die es wirklich verdient haben. Ich denke, ja. Da ist schon ein Top-Zustand. Das sind ja unsere neuen Top-Sitze hier. Mhm. Mit Kissentiefenverstellung und allem drum und dran. Nachher gibt es ja auch noch mit Massage. Leider in diesem Auto nicht drin, das wäre heute gut gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also heute bin ich mal mit dem Testergebnis sehr zufrieden. Also bei dieser Fahrt hier, muss man schon ehrlich sagen, ist die Fahrerentlastung doch einfach ein Traum. Ja. Es ist natürlich schon insgesamt ein Stückchen challenging, ein Auto zu machen, was die beste Business-Limousine der Welt sein wird. Ja. Ja. Und da gibt es natürlich immer große Diskussionen, das ist ganz klar. Rückschläge gab es eigentlich wirklich zum Glück keine. Ich meine, der große Vorteil ist, dass das Fahrzeug digital entwickelt wurde. Mhm. Und von daher sehr reif wirklich nicht aufgetreten sind. Aber klar, es gibt natürlich immer große Diskussionen über Funktionen, Funktionen machen, Funktionen nicht machen. Wie sportlich soll das Auto fahren? Wie komfortabel soll es fahren? Ja, also das ist ganz da. Und das ist schon eine Herausforderung, weil zum Beispiel für mich, der eben sehr gerne sehr komfortorientiert fährt, für mich war es ganz, ganz wichtig, dass hier ein Maximum an Komfort doch geboten wird. Ja. Und deswegen sage ich mal, ganz wichtig. Richtig für mich Entwicklung der Sitze. Ich glaube, es ging schon darum, eben, denn auch wenn man hier leicht sich bewegt, merkt man sofort, wie der Seitenhalt doch ganz ordentlich ist. Ja. Ja. Also der Sitz klemmt einen überhaupt nicht ein, selbst bei meinem Body nicht. Mhm. Und dann kommt aber auch gleich sehr angenehm, aber dann eben doch der Seitenhalt. Ja, gleich ist es eben Kissenlänge, dass wir jetzt wirklich also eine gute Unterstützung unten im Kissen haben. Und ich fahre jetzt schon seit heute Morgen hier mhm. wirklich völlig problemlos und sehr kommod die ganze Zeit auf diesem Sitz. Mhm. Ja. Und das ist überhaupt kein Thema. Ja. Ja. Ja, aber auch im Fond, also Sitzkomfort im Fond, für mich sehr wichtig, weil doch natürlich auch der Fondplatz in diesem Fahrzeug sowohl vom Sitzkomfort als auch vom Abroll-, Geräuschkomfort und so weiter ein ganz, ganz wichtiger Platz ist. Und deswegen haben wir auch nochmal sehr viel Energie da reingesteckt, die Fondsitzanlage zu optimieren und wirklich sehr komfortabel zu gestalten. Also ja. Ich hoffe, Ihnen geht es da hinten auch entsprechend gut. Damit wir also wirklich da auch einen ausgezeichneten Komfort für eine Business-Limousine haben, wenn man dann doch mal hinten sitzt und gefahren wird. Also ja, Komfort und war hier neben den Themen, die wir vorhin gesagt haben, also vor allen Dingen natürlich Effizienz durch den neuen Motor, Assistenzsysteme und Telematik und Connectivity. Mhm. Aber dann, sag ich mal, sind wir auch bei den klassischen Disziplinen Komfort. Und der fängt nun mal mit dem Sitz an, mit dem bin ich mit dem Fahrzeug verbunden, aber natürlich eben auch Komfort bis hin in die Federung. Klar, wir sind natürlich mit der Mehrkammer-Luftfeder hier unterwegs ja, und wir brauchen einfach ein schwebendes Fahrgefühl, ja, sehr leises Abrollen. Und ja, schwebendes und sicheres Fahrgefühl. Manche, es gibt wirklich Leute, die denken bei der Luftfederung, oh, ich bin dann eventuell so entkoppelt und fliege hier auf einer Watte herum. Man muss weich, komfortabel und trotzdem den sichere Bodenhaftung also, dem Fahrer vermitteln. Wir müssen hier unterscheiden zwischen natürlich der vertikalen und der horizontalen Bewegung. Mhm. Also in der vertikalen wollen wir hier wirklich, sag ich mal, schweben. Wir wollen ja hier, sag ich mal, nichts von der Straße spüren etc. Mhm. Eins ist natürlich auch ganz klar, wir sind hier kein fliegender Teppich in dem Sinne, weil wenn ich hier einlenke, minimal, ja. Ja, kommt die Lenkung sofort und direkt. Genau. Also von daher sage ich mal, wir haben in der Lenkung nochmal wirklich sehr viel Feintuning auch drin und wir sind wirklich stolz auf die Lenkung. Ich glaube also rein, das können Sie ja jetzt leider nicht fahren. Ja, da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, sehen. Leider. Mhm. Lenkung ist sehr gut ansprechend. Mhm. Ja. Und deswegen also ganz klar, während wir eben in der Horizontierung, in der Horizontalen hier wirklich direktes Ansprechen haben, sehr sicheres Fahrverhalten, sehr sicheres Fahrgefühl, kein Abkippen, nichts. Ja. So sind wir doch in der Vertikalen, schweben wir hier eigentlich über die Straße. Ja. Ja, und
dann, sage ich mal, ist es gut. Schlecht ist, wenn es andersrum ist. Das ist klar, das darf es natürlich nicht sein. Gerade diese Kippbewegung, ja, die wollen wir natürlich nicht haben. Mhm. Ja. Also wir wollen eben nicht schaukeln. Genau. Also schon gar nicht sowas. Ja. Das ist ja das Schlimmste im Prinzip, wenn das, sage ich mal, wie so eine Schiffschaukel dann herkommt. Ja, genau. Ja. Und das habe ich natürlich nicht, weil wir sehr gut horizontiert fahren, darauf auch besonders achten. Und eben selbst wenn ich hier anlenke, sage ich mal, es gar nicht zur Schaukelbewegung kommt, ja, sondern einfach im Prinzip nur das Fahrzeug so. Genau, der folgt ihrem Befehl und das war's. Genau, aber ohne eben so zu schwanken. Ja, genau. Ja. Was wir ja nicht demonstrieren können, Fahrdynamik, ist natürlich das andere, was unbedingt das Auto können soll. Also wir wollen ja eine maximale Spreizung zwischen dem, was wir jetzt hier fahren. Wir sind ja nur am, sag ich mal, schön gleichmäßig fahren und Komfort genießen jetzt im Moment. Aber wir wollen natürlich auch mal durch die Alpen fahren, S Plus dann sehr sportlich fahren, also die Spreizung eben maximieren. Das geht sowohl um das Ansprechen des Motors natürlich, das geht in die Lenkung, die dann fester wird. Das geht aber vor allen Dingen natürlich auch in das Fahrwerk, ja, so dass wir dann eben eine wirklich gute Spreizung haben. Also Spreizung ist eigentlich eines der Kernziele meiner Entwicklung, ja, dass ich sage, also wenn ich schon die Möglichkeiten habe, ich kann eben auf Lenkung, auf ESP übrigens hier auch dreistufig, nicht einstufig wie früher. Also ich kann auf die Lenkung gehen, auf ESP gehen, ich gehe auf die gesamten Systeme der Motorelektrik. All diese Themen spielen mit in Dynamic Select rein. In dem Dynamic Select drin, sodass ich wirklich eben auf, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, je nachdem, welchen Mood ich nun mal bin, da auch wirklich drauf zu reagieren. Und das, sage ich mal, war uns sehr wichtig, ist uns aus meiner Sicht auch sehr gut gelungen. Also Spreizung ist top. Man hat jetzt neuerdings ja auch die Möglichkeit, dass das Fahrzeug ja so intelligent ist und man ja heute in einer sehr vernetzten Welt auch mit dem Internet, mit diesem Internet lebt, habe ich gehört, dass wenn man eine Tankstelle erreicht, dass man sich auch wohl die Kraftstoffpreise anzeigen lassen kann. Oder Absolut. Also wenn wir jetzt quasi ein Benzinerfahrzeug hier fahren, wie es der Fall ist, würde mir auch die Benzinersorte, sprich E10 oder Super Plus, angezeigt werden und dann der günstigste Preis. Genau. Oder vielmehr der Preis an der Tankstelle, die da vorne ist. Genau. Mhm. Also zu guter Letzt, sage ich mal, über die Snaps, über die sogenannten, nehmen wir dann dort die Preise übers Internet ab. Ja, kann man jetzt eben hier leider gerade nicht demonstrieren. Mhm. Und dann würden wir jetzt ganz genau sehen, was das Benzin, was zu diesem Auto passt, und das geht automatisch, was das an den ganzen Tankstellen kostet. Dann kann ich mir die Tankstelle mit dem günstigsten Preis auf der Karte suchen, die Tankstelle anklicken und dann werde ich auch gefragt, ob ich an diese Tankstelle fahren will zum Tanken. Ja, stark. Das ist super. Ja. Leider, wie gesagt, gerade vom Backend hier nicht bereitgestellt, weil wir in den USA unterwegs sind. Geht nachher aber auch in den USA. Ja, könnten wir jetzt mal in Deutschland schön zeigen. Also da funktioniert es schon sehr, sehr konstant. Wenn man das hier so sieht, das ist so surreal alles. Das ist Wahnsinn. Mercedes-Benz, the best or nothing.